Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es um OpenTC globale Version. Und zwar, wir ziehen in Mugiwara. 56 Zugufest Treasure Map, ja. Wir ziehen da, ich habe ein bisschen Gems gespart, 60 um genau zu sein. Ich habe mir auch ein bisschen Gems erkauft für ein bisschen Geld, um die 10 Euro. Ja, das ist schon sehr viel Geld, was ich da investiere für euch, ja, für meine Zuschauer. Also war es schon ein Abo. So, und zwar, ja, es gibt Part 1, 2 und 3. Ich habe bei Part 1 jetzt nicht gezogen. Zwar ist Bonnie drin, die ich sehr gerne hätte, aber ich hätte dann noch Marco und Whitebeard Shanks lieber. Ich ziehe eigentlich nicht für wegen den TM-Charakteren. Ich ziehe, weil ich Legenden sehen will. Was ich wahrscheinlich nicht sehen werde. Dennoch, ja, wir bleiben immer positiv. Und wir ziehen einfach und gucken, was wir bekommen. Also 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne, das war das. Alles klar, zählen kann ich auch nicht. So. Dupe. Ja. Oh, neu. Oh, oh, ein 1 noch was Booster. Ja. Ein guter Booster auf jeden Fall. Kann man mitnehmen. Ja, kann man mitnehmen. Warum nicht? Boosten. Mehr Booster. Kann man vielleicht auch TM ein bisschen ernster nehmen auf Bronze. Kann man ein bisschen höher gehen. Ja. So, und der letzte Pull ist. Oh, oh, oh. Geboostet? Ich glaube nicht, oder? Sieht nicht danach aus. Aha. Okay. Ist okay. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt notwendig ist für Zugufest, für Treasure Map, aber. Ja, bestimmt, ja. Dann machen wir direkt den zweiten Multi und wir gucken, was wir da bekommen. Es gibt nicht mal eine Sache. Nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diesmal konnte ich zählen. Halbwegs. So, ich will irgendwie nicht skippen. Ich habe einfach Angst, dass ich wirklich, dass es so bleibt. Einfach, dass ich nur Scheiße bekomme. Das ist der dritte, ne? Vierte, Scheiße. Wow. Schrott. Aha. Ja, Ja, Kommt noch irgendwas Gutes oder? Okay, ich soll wohl. Au, Apu. Ich habe auch keine Ahnung, ob er. Oh, der ist. Nee, der ist gerade im Event geboostet. Ich denke mal, der war schon. Ja, schade. Und der letzte ist. Wir haben einen Ja. Wir haben einen Booster gezogen, Freunde. Wir haben einen Booster gezogen. Vielleicht werde ich noch hier einen Multi machen. Ich weiß es nicht. Vielleicht aber auch hier. Ja, Chance 56%. Chance für einen so Exklusivcharakter. Aber nur beim letzten Charakter. Hört sich gar nicht so schlecht an, aber ich habe keine Gems mehr. Ich habe nur noch einen Gem. Ja, damit kann ich wenig machen. Ich gucke mal, ob ich mal. Ich glaube, Legenden sind auch nicht gekommen. Warum Oktober keine Legenden? Warum können wir Oktober keine Legenden kaufen? Was soll die Scheiße? Ich habe genug. Aber ich kann nichts kaufen. So. Ich wollte euch noch kurz meine Box zeigen auch noch. Ja. Seht ihr diese wunderschönen. Die habe ich letztens gezogen. Oder. Eine Sekunde. Okay, das war doch alles. Diese wunderschönen. Ja, die sind wunderschön. Ja, so. Mann, Shadow Shirahashi. Für jeden was da, klein und groß. So. TM fängt ja in einer Stunde an. Werde ich das zocken? Unwahrscheinlich. Ah, okay, ich werde zocken. Ich nehme alles zurück. Das ist Zorro. Ich schäme mich sogar in Bronze zu sein, weil ich nicht zocken konnte die letzten Male. Aber ich werde für ihn spielen. Ich werde ihn mir holen. Das ist fucking Zorro. Ja, TM Zorro. Was macht er überhaupt? Wir lernen hier sehr vieles im neuen Video. Ne? Wir gucken, was er überhaupt auch macht. Okay, wir können hier die Booster gucken. Ist sogar ein guter Booster. Ja, 1,6 Booster. Nimmt man mit. Ja. Sanji wäre zwar noch besser, aber dennoch nicht schlecht. Ja, Bulle und Apu sind hier geboostet. 1,35. Warum nicht? Ist gut. Was macht Zoro? Was macht der Dude? So, tut der Charakter. So, Ulti. Captain boost Tree Spirit Attack bei 4 und reduziert Special. Ist okay. Reduziert 6 Runden. Krass. Boostet 2 und Free Spirit Slot. 2,25. Nicht schlecht. Sehr gut.
boostet der die ATK für 1,5. Okay, das ist nur nebenbei so für Bosse vorher. If Crew has Status Specialist Launch, boostet Psion für Spirit Slot Effect bei 2,25. Für 2 Runden, das ist ziemlich strong. Same time boost. Okay, er ist gar nicht so schlecht. Er ist ziemlich gut, aber er ist auch cool los. Also den hole ich mir auf jeden Fall. Max ihn auch. Ja, genau. Ich freue mich auf jeden Fall auf DM diesmal ausnahmsweise, weil ich halt Zoro für Zoro ziehen kann. Ich werde auch die Gems holen und dann wieder rumziehen bei den Sogus jetzt, bei den TM-Sogus. Ich habe leider auch bei Kit gezogen, habe den leider nicht bekommen. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich traurig, ehrlich gesagt, weil ich den unbedingt haben wollte. Auch heute Marco habe ich nicht bekommen. Gerade sind sehr viele Enttäuschungen hintereinander, was Legenden angeht. Ich bekomme echt nicht die ich will. Ja, mit White Witch Shanks hätte ich sogar, glaube ich, sehr viel noch gezockt. Ja, und aber naja, ich habe ja noch Zoro-Legende, die zocke ich auch sehr oft. Und ja, genau. Das wär's eigentlich mit dem Video. Ne? Das war's eigentlich. Ich hoffe, so hat euch das Video gefallen. Ne? Ihr könnt gerne diesen Kanal abonnieren, sonst verpisst euch aus meinen Augenwinkel. Bleibt auf jeden Fall gesund, ja. Bleibt gesund, meine Freunde. Und wiederhören.